Herzlich willkommen zurück zum vorletzten Video wahrscheinlich. In diesem Video wird es darum gehen, die Spiegelungen auf sowohl die Fenster als auch das Wasser anzuwenden. Im letzten Video werden wir dann noch mal über alles rüber gucken, wo noch Veränderungsbedarf ist und auf alles noch mal ein paar Filter am Ende bringen, um dem noch mal ein bisschen mehr Stärke und Tiefe zu geben. Aber jetzt erstmal die Spiegelung und wir fangen an den Fenstern an. Und ich fange mal in den Bereichen an, die ein bisschen simpler sind hier oben, wo wir im Prinzip wahrscheinlich nur ein bisschen Himmel spiegeln und vielleicht ein paar Berge oder Bäume. Wie wir das machen, ist, dass wir in unseren Glasbereich gehen. Diese ganzen Schatten mache ich mal einmal weg. Hier Vordergrund, nee, das ist es auch nicht. House Textures. Und zwar gibt es hier das Glas. Hier habe ich meine Ebene. Und zwar lege ich einfach eine weitere Ebene darüber an, die ich darauf einrücke. Und dadurch kann das nur in diesem Bereich sein, wo wir eben auch hier unsere Flächen für das Glas bereits angelegt haben. Also nehme ich mir meinen Stempel und benutze einfach andere Bereiche des Bildes, um sie an dieser Stelle einzustempeln. Zum Beispiel hier ein Stück. Ups, natürlich muss ich hier auf alle Ebenen jetzt gehen, damit ich hier alles kriege und kann dann hier zum Beispiel so einen Himmel, wo noch so ein Baum reinragt, machen. An dieser Stelle hier vielleicht nur ein bisschen Himmel. Jetzt muss ich an dieser Stelle hier wieder was anderes machen und vielleicht habe ich hier nochmal so eine Bergspitze, die hier nochmal so einen Baumwipfel hat. Das Ganze hört nun das hört nun da plötzlich auf, wenn mein Bild vorbei war. Da muss ich natürlich nochmal ansetzen. Das war hier heller. Entsprechend das Ganze heller machen. In diesen Bereichen ist das recht einfach, so in diesen oberen Bereichen des Bildes. Hier wird es ein bisschen schwieriger, weil wir hier zum Beispiel das Holz, was direkt davor ist, auch in unserer Spiegelung sehen werden. Ich mache das mal, indem ich hier einfach das Holz ein bisschen aufbringe. So. Muss auch nicht super genau sein. Kommt am Ende sowieso wieder transparenter, sodass ich hier auch einfach ein bisschen schummeln kann. Ich muss hier ganz oft ansetzen, weil ich nicht viel Platz habe, aus dem ich Ganze holen kann zum Zeichnen. So, und jetzt erstelle ich hier eine Auswahl. So, denn in diesem Bereich werde ich jetzt was anderes spiegeln. Ich kenne jetzt eigentlich meine Wasserfläche, die habe ich nur noch nicht fertig. Eventuell bringe ich die am Ende nochmal ein. Ansonsten spiegele ich einfach von drüben so ein paar Bäume hier rein. Also hier im Prinzip. Nun habe ich dieses hier noch. Hier sieht es ähnlich aus. Ich werde hier ein bisschen von meinem Belag hier unten haben und dann ein bisschen von hier oben. Also gehe ich auch da rein, wähle mir erstmal hier sowas aus und packe das hier rein und mache das gleiche mit dem Bereich hier oben. Ja. Das hier ist tatsächlich ganz gut, dass ich hier noch so ein bisschen das Ende sichtbar habe. Ups. Und dann werde ich hier mal eine Auswahl erstellen, in der ich weiterzeichne. So, hier nach hier. Und da werde ich jetzt mal so ein bisschen, was fügen wir da ein? Ein bisschen Gras vielleicht noch. Hier so. Ziehen wir jetzt wieder ein Stück ab, dann haben wir hier so ein bisschen Gras und fügen im Rest vielleicht einfach ein bisschen Himmel ein.
Ah, das gefällt mir nicht. Da ist der Kontrast zu hoch. Vielleicht dann noch ein paar Bäume. So ein bisschen von so einem Fels noch. So. Hier haben wir jetzt noch was vergessen. Das gehört zu diesem Bereich. Da spiegeln wir einfach auch ein bisschen Himmel. Alles klar. Und damit müssten wir eigentlich alles haben, was sich hier in den Fenstern spiegelt. Diese Ebene können wir jetzt einfach ein bisschen die Deckkraft reduzieren. Und dennoch eine Maske geben, dass es sich hier oben vielleicht ein bisschen stärker spiegelt als hier unten, wo das Ganze dunkler ist. Wenn wir etwas Dunkles spiegeln, dann können wir eigentlich besser in den Raum gucken, als wenn wir etwas Helles spiegeln. Von daher. Alternativ kann ich auch versuchen, das Ganze mal auf Aufhellen zu stellen. Nee, das führt zu keinem Unterschied. Ich gehe mit einer Maske rein. Leg mir hier eine Maske an. Nimm mir einen schwarzen Stift. Der steht gerade auf 17%. Das ist gar nicht so schlecht. Und nehme mir hier da, wo es mich besonders stört. Hier speziell diese Bäume, weil die sehr kontrastreich sind. Nehme ich so ein bisschen raus. Oben vielleicht noch so ein bisschen hier. Gucke einfach, dass das Ganze ein bisschen mehr Gefallen findet. Und so sieht es mir ganz gut aus. Mal vielleicht mal so ein bisschen zurücktreten vom Bild, sodass man nochmal eine neue Sicht darauf kriegt. Jetzt das Wasser. Das Wasser ist deutlich schwieriger. Wir haben hier diverse Kanten, an denen wir spiegeln. Das ist einmal diese Kante, das ist diese Kante, das ist das, was hier zwischenliegt, diese Kante, das ist diese Kante und das ist die und die Kante. Und dadurch ist es gar nicht so leicht, so eine Wasserspiegelung zu schaffen. Ich habe hier einmal mein Wasser, auf dem will ich das Ganze machen. Und im Prinzip kann das ganze Bild spiegeln. Also sowohl die Bäume, die hier sind, die werden hier drinne spiegeln. Dieser Bereich wird hier so drinne spiegeln. Ich versuche es recht simpel zu lassen. Aber so ein bisschen wird man ran müssen. Dazu möchte ich erstmal das gesamte Bild mir einmal als eine Ebene kopieren. Dazu gehe ich auf den obersten sichtbaren Bereich. Ist wichtig, dass es hier sichtbar ist. Und mache Shift Alt Steuerung E. Oh, ich sehe gerade erst, dass meine Capture-Funktion hier aus ist. Ups, also Shift Alt Steuerung E. Jetzt sieht man es da unten auch. Und kriege das hier jetzt als neue Ebene, das gesamte Bild hier nochmal nach oben hin. Und das möchte ich mir jetzt hier unten rauf kopieren, also schiebe ich es mir hier vors Wasser. Beziehungsweise, wie machen wir es? Nein, ich lasse es hier oben und kopiere es mir hier nochmal drunter und benutze dieses hier im Prinzip als mein Wasserspiegelungsteil und das hier, um hindurch zu gucken. Und um besser arbeiten zu können, speziell nach hier unten, schiebe ich das Ganze nach oben. Zack. Und schneide mir hier das Wasser aus. Dazu muss ich natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Also hier das Wasser aus beiden einmal entfernen. Ich habe hier einfach mit Steuerung auf die Maske geklickt und das hier mit der Entfernen-Taste aus beiden rausgenommen. So, jetzt schiebe ich die beiden einmal nach oben und lege dahinter hier, boah, eine schwarze Ebene. Alles klar. Nun kann ich mit der unteren hiervon die Spiegelung arbeiten. Und das erste, was ich dazu mache, ist Steuerung T und das Ganze nach unten spiegeln. Und hier mal so vielleicht in diese Richtung ziehen. Das Ganze kann ich in diesem Bereich eigentlich größtenteils so lassen. Das wird nicht so auffallen. Hier hinten sieht man schon, das funktioniert so nicht. Um das zu verändern, erstmal anwenden, wähle ich mir einmal speziell diesen Bereich aus. Alles, was dann hier ist, nicht zu wenig. Ein bisschen hinzufügen hier. Yep. Und ziehe das entsprechend nach oben, sodass es auch hier hinten funktioniert. Jetzt habe ich hier diesen Übergang, den ich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen hinschummeln muss.
Das mache ich einfach mit dem Stempeltool. Beziehungsweise. Ja, machen wir es mal mit dem Stempeltool. Nehme ich hier von diesem Baum ein bisschen was. Ups, ein bisschen was weg. Vielleicht natürlich hier vom helleren Himmel, dass das hier nicht so auffällt. Und mache auch hier den Übergang nochmal ein bisschen anders. So. Das wird wahrscheinlich schon reichen. Und das hier kann ich jetzt mir diese beiden Ebenen, die ich nur zur Hilfe genommen hatte, wieder löschen. Und das Ganze hier auf mein Wasser auftragen und entsprechend richtig hinschieben. Was jetzt hier noch aufgebracht werden muss, ist hier diese vorderen Bereiche, die jetzt spiegeln. Die mache ich aber einfach mit dem Lasso per Hand hinzu, quasi, indem ich hier einfach mal so lang gehe. Und ach, hier mache ich das einfach mit dem Stift. Den muss ich natürlich auf 100% machen. Gehe ich hier einmal mit dem Pinsel rüber und mache das gleiche nochmal hier. So. Natürlich hier wieder abziehen. Hier auch mit dem Pinsel rüber, natürlich diesmal mit der dunkleren Farbe. Und mache das gleiche auch nochmal hier hinten. Nun habe ich diese Bereiche hier drin und um dem Ganzen jetzt eine wasserartige Oberfläche zu geben, erstmal vielleicht noch ein bisschen die Deckkraft reduzieren und dann um dem Ganzen so eine strukturierte Oberfläche zu geben, als wären Wellen darauf, benutze ich hier das Wischfingerwerkzeug. Das ist hier unter dem Weichzeichnerwerkzeug, also lange draufdrücken, hier Wischfinger. Und ich kopiere mir die ganze Ebene einmal und schalte sie aus, um da einmal in diesem Zustand das Ganze zu speichern, so dass ich das hier eben jetzt auf dieser Ebene mache. Zu so einem kleinen Wischfinger. Schauen wir mal, 50% ist vielleicht ein wenig stark. Stellen wir den mal auf 20 und machen jetzt hier einfach so ein bisschen rüber. Überall einmal übers Bild gehen, wichtig auch hier gerade in diesen Zwischenbereichen. Und umso weiter wir dann nach vorne kommen, umso größer können wir dann mal den Pinsel gleich stellen und die Stärke stellen. Muss dann immer so ein bisschen warten, weil er dann erst noch berechnen muss. Dann hier noch so ein paar dazufügen. Jetzt stelle ich das mal auf 25%. Und meinen Stift hier ein klein bisschen größer. Ich mache das hier weiter vorne. Ein bisschen gehe ich dann hier nochmal nach hinten. Alles klar. Das rechnet er schon deutlich länger. Lassen wir ihn zwischendurch mal rechnen. Die Stärke ist natürlich ein bisschen groß geworden. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Mit Steuerung Alt Z. Und ich wollte ihn nicht auf 52, sondern auf 25 stellen. Und jetzt dauert es auch nicht ganz so lange.
So, lassen wir inzwischen zeitlich mal wieder ein bisschen rechnen. Hier vorne können wir gleich auch noch mal ein Stück größer gehen. Dieser ganze Bereich hier hinten. Jetzt noch mal hier ein bisschen in eine andere Richtung das Ganze machen. Hier speziell diese Linien, die stören mich hier gerade noch ein bisschen. Alles klar. Und schon sieht das relativ stark aus wie Wasser. Hier im vorderen Bereich wird es sich weniger spiegeln. Umso steiler man auf eine spiegelnde Oberfläche raufguckt, bei den meisten Oberflächen, umso stärker spiegeln sie. Also wenn man senkrecht drauf guckt, spiegeln sie wenig, und wenn man sehr flach drauf guckt, spiegeln sie stark. Das heißt, hier im Vordergrund, wo wir deutlich senkrechter drauf gucken, werden sie nicht so stark spiegeln. Also gehe ich hier auch wieder mit einer Maske rein, nehme einen sehr großen Pinsel und schalte die Deckkraft hier ordentlich runter und mache das hier im vorderen Bereich, die Spiegelung, ein bisschen runter. Schon sieht das Ganze noch realistischer aus. Hier im hinteren Bereich spiegelt es sehr stark. Jetzt habe ich hier vorne noch meine Spiegelungen vergessen. Die hier einmal lang gehen werden und hier hinten auch. Schauen wir mal. Das hier erstmal auswählen und jetzt die Bereiche, die nicht dazu gehören, nochmal wieder abziehen. Das hier und natürlich auch irgendwie alles, was in diesem Bereich ist. So, jetzt habe ich hier meine erste Richtung, ein bisschen natürlich noch abziehen. So. Und das kann jetzt auch noch etwas spiegeln. Und dazu lege ich mir hier beim, ich denke beim Glas, lege ich mir hier eine neue Ebene dran, wo drauf ich das mache. In diesem Bereich, sagen wir mal, spiegelt hier so diese Baumspitzen davon. Von den Bäumen, die da so drüben drin sind. So. Alles klar. Hier natürlich die Deckkraft jetzt etwas reduzieren. Speziell hier hinten nochmal mit einer Maske reingehen und hier hinten nochmal weiter reduzieren. Ah ja, okay, nein, da haben wir natürlich, weil es hier durchfällt, also es kann schon so bleiben. Und jetzt diesen zweiten Bereich hier, nicht von hier hinüber. Und auch dafür legen wir uns nochmal eine neue Ebene an. Und die wird hier spiegeln, was hier ist. Also, ach, machen wir hier mal noch so ein Stück Berg hin. So. Und auch die reduzieren wir etwas.
so dass man hier sieht, dass hier auch noch etwas spiegelt. So, mit den Spiegelungen sind wir größtenteils, oder sind wir eigentlich vollends jetzt fertig. Ich will jetzt schon mal dazu kommen, dass wir noch mal gucken, was wir vielleicht vergessen haben. Und das hier noch mal einfügen. Ich finde zum Beispiel, dass es hier noch etwas hell ist. Da würde ich noch mal rüber gehen. Und dann vielleicht noch mal so ein bisschen Kontaktschatten einbringen. Das erkläre ich dann gleich noch mal. Hier im Hintergrund haben wir hier die Bäume und da lege ich einfach noch mal eine Ebene rüber, die ich hier ein bisschen dunkel mache. So. Hat das mehr was davon, dass es ein bisschen tiefer ist, fällt nicht so stark auf. Vielleicht oben noch mal ein bisschen heller. Wenn ich hier mit Weiß reinmalen will, um das wieder wegzumachen, muss ich hier natürlich das Ganze auf Multiplizieren stellen. Das gefällt mir gut. Nun, Kontaktschatten habe ich hier schon gemacht und den möchte ich auch gerne noch zwischen diesen Formen machen. Das heißt, ich gehe mal in meinen Lichtschattenbereich und lege mir da den neuen Ordner an. Oder ich mache das mit den Entschlagschatten und dann mache ich hier den Kontaktschatten. Kontaktschatten sieht man immer in Kanten und Ecken, wo das Licht immer nicht ganz so gut reinkommt, sodass solche Bereiche hier ein bisschen dunkler wären. Und dazu wähle ich mir jetzt diesen Bereich hier aus und gehe dann in meinen Kontaktschatten und gehe hier einfach mit einem schwarzen Pinsel rein, um hier vielleicht sogar die Deckkraft können wir auch hinterher noch reduzieren, um hier so ein bisschen, hier kriege ich davon Wasser noch ein bisschen Licht. So ein bisschen hineinzugehen. Oh, hier hinten muss man natürlich auch noch hinzufügen. Upsala. So. Und diesen Bereich auch. Dieser Bereich auch. Ja, das ist nicht so wichtig, das lassen wir mal. Da ist es so weit hinten, da sieht man dann eh nichts mehr. Aber hier noch so ein bisschen. Das Ganze noch dunkler zu machen. Dem Ganzen reduzieren wir jetzt die Deckkraft, so etwa, sodass es hier so eine schöne Körperlichkeit kriegt. Das Gleiche. Ja, vielleicht machen wir doch mal einen Ordner Kontaktschatten, dann können wir das hier in mehreren Ebenen machen. Das ist mir immer lieber, dann arbeitet man nicht destruktiv. Also hier noch ein paar mehr Ebenen reinklatschen. Und in diesem Fall hier jetzt erstmal den Boden hinzufügen und meinetwegen auch die ganzen Treppenstufen hier. Okay. Und die Auswahl müssen wir natürlich leider wieder aufräumen. Da kommen wir nicht drum rum. Also sogar irgendwo noch ausgewählt oder aufgeräumt als Maske drinne. Ich mache das jetzt hier trotzdem noch mal ganz kurz, so schnell ich kann. Na, schließen habe ich gesagt, Doppelklick. Man kann das Ganze nämlich so eine Auswahl mit einem Doppelklick abschließen. Hier habe ich ganz vergessen die Stufe. Und da kann ich jetzt in meiner nächsten Kontaktschatten-Ebene hier so ein bisschen so reinmachen. Hier natürlich nicht so, hier dann wieder, hier natürlich durchgehend. Und hier oben, nicht so viel hier auf der Treppe, nur so ein bisschen. Okay, und hier vielleicht
reduziere ich wieder die Deckkraft der Ebene. So. Und das gleiche machen wir nochmal hier oben in dieser Untersicht und dann soll uns das auch, glaube ich, reichen. In den hinteren Bereichen sehen wir eh nicht mehr so viel. Es geht vor allem davon, so den Bildvordergrund nochmal ein bisschen spannender zu machen. Also einmal hier. Ich hätte hier natürlich auch jeweils immer Masken machen können. Eigentlich wäre das die sauberere Arbeitsweise gewesen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber an dieser Stelle kann ich es ja nochmal nachholen, um dann in so einem Bereich nochmal ein bisschen Körperschatten zu machen. Und hier um die Stütze herum auch nochmal ein bisschen. So, das müsste schon reichen. Und zu guter Letzt mache ich es noch einmal. Stütze. Also hier und ein letzter Kontaktschatten. Ne, machen wir es wieder sauber mit Maske hier. Und einmal so und einmal so. Blenden wir das mal aus und ein und sehen, dass es doch noch mal was gebracht hat, um dem Bild ein bisschen mehr Plastizität zu bringen. Und damit möchte ich dieses Video beenden und dann haben wir zum Schluss nochmal A, wie kriegen wir diese Konturen gut weg, denn momentan ist es noch so, blende ich die Konturen aus, habe ich hier noch so ganz viele Ränder übrig, das ist das eine und B, dann noch ein paar Filter zum Schluss drauflegen. Bis denn!